Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung bei uns hier auf dem Kanal. Sofort und gleich. Das ganze Ding nennt sich Marvel Battlelines. Ist jetzt neu rausgekommen. Wir gucken uns das jetzt auch mal an. Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Auch ein Card Collecting Game. Hier haben wir jetzt erste Mal. Station wird angegriffen. Wiederhole, Station wird angegriffen. Gesamte Besatzung kampfbereit machen. Kursen an der Welt. Was? Cousin, and Avengers, Hydra-Truppen haben die Verteidigung der Shield Station durchbrochen. Verstanden, sind schon unterwegs. Hoffentlich hat keiner den kosmischen Würfel beschädigt. Die Reparaturkosten von den Dingern sind enorm. Oh ja, beide. Ah. Red Skull weiß, dass er hier ist. Er dringt in die Aufbewahrungskammer ein. Cap, Iron Man, Black Widow, haltet Red Skull vom Würfel fern. Der seit Ende des Zweiten Weltkriegs verschollene kosmische Würfel, eine Matrix-realitätsverändernder Macht, ist vor wenigen Stunden in der Erdumlaufbahn aufgetaucht. Techniker der Alpha Flight Space Station haben ihn sichergestellt und Shield alarmiert. Aber Red Skull war schneller. Du kommst zu spät, Captain. Der kosmische Würfel gehört Hydra. Ah, ich kann einfach so umblättern. Natürlich nicht. Was ist das jetzt hier? Mach das weg da. Ich war dabei, als du das letzte Mal einen kosmischen Würfel hattest, Skull. Und das wird nicht noch einmal geschehen. Tony, kannst du den Würfel sehen? Zu viele Hydra-Schläger im Weg. Dezimieren wir sie. So, und jetzt scheint das, ich habe das jetzt wohl irgendwie übersprungen, was auch nicht, glaube ich, nicht schlimm ist. Und jetzt scheint das Spiel wohl loszugehen. Dieses Mal gehört der Würfel mir. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie das ganze Ding hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung, zum Fortfahren tippen. Deine Pläne werden scheitern, Skull, genau wie immer. Greift Ziele an. Rufe den Charakter herbei und füge allen Feinden durch einen Schildwurf 210 Schaden zu. Okay. Wir kämpfen für einen. What the heck? Was? Holy, was passiert denn hier alles? Okay, fand ich jetzt echt. Nicht solange ich noch atme. Quaschum, zum, zum, pum. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding umgeblättert bekommen. Steve, wo ist Cap? Weg. Und Skull auch. Und der Würfel? Seht. Millionen Splitter eines der mächtigsten Artefakte des Universums gehen auf der ganzen Erde nieder. Was passiert, wenn die Menschen anfangen, sie einzusammeln? Jemand sollte darum runter, um es herauszufinden. Wann lernt ihr Wichte endlich, dass ihr Absorbing Man nicht aufhalten könnt? Hey, was ist das? Diamanten fallen vom Himmel. Muss mein Glückstag sein. Zoom! Oh yeah, das muss ich nochmal machen. Kommt nicht in Frage. So. Also, was macht der große böse Absorbing Man so ganz allein hier draußen? Tony Stark, Iron Man. Du kommst gerade richtig, Stark. Ich brauche ein Ziel für die Energie, die ich absorbiert habe. Absorbing Man, echter Name Carl Creel. Okay. Die Splitter stammen von kosmischen Würfeln. Sagt dir das was? Jetzt bin ich schon wieder drauf gekommen. Iron Man und Absorbing Man, das könnte Ärger geben. Was ist das? Hey, nicht anfassen. So, was ist das jetzt? Wow, eine Art Energie ist einfach. Wow. Ganz scheiße vorliest. Wow, eine Art Energie ist einfach in mich hineingeflossen, glaube ich, stand da. So, dann starten wir mal dieses Level. Origin, als Iron Man zur Erde zurückkehrt, entdeckt er einen der kosmischen Splitter, doch dann nähert sich noch jemand. So.
Was ist das für eine merkwürdige Kraft? Was auch immer es ist, nimm das. Okay. Jetzt habe ich erstmal drei Schläge abbekommen. Autsch, kann mir jemand erklären, was los ist? Was ist mit mir passiert? Die mächtige Energie des Würfels ist außer Kontrolle. Hey, versuche ihn mit diesem Spike zu stabilisieren. Spike ist ein Gerät, mit dem man die Energie des kosmischen Würfels in Form einer Karte visualisieren kann. Diese Box voller Energie wird Inventar genannt. Sie fasst die Energie von 12 Karten. Aha. Du kannst bis zu 4 Karten aus dem Inventar halten. Bezeichnen wir diese 4 Karten einfach als deine Hand. Lege einen Shield-Agenten aufs Feld. Das sind alles hier Shield-Agenten, oder? Shield-Agenten-Einheit. Okay, ziehen wir die mal da drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Ich verschwinde von hier, okay? Zum Fortfahren. Und weg ist er. Kehren wir zur Basis von Shield zurück, um Spike zu verbessern. Okay. Bis jetzt checke ich noch nicht so wirklich viel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir gucken mal. Willkommen auf dem Hellcarrier. Also, die Grafiken sind schon immer geil. Grafiken sind geil. Willkommen auf dem Agent Coulson. Echter Name Philip Coulson. Bitte gib deinen Spielernamen ein. 2 bis 12 Zeichen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sofort und gleich. Also her gleich. YouTube. Bestätigt. Ich weiß auch nicht, ob er. Na klar, ich YouTube erfolgreich mit diesem Namen registriert. Deine Aktivitäten werden in der Shield-Datenbank aufgezeichnet. Na dann schauen wir doch mal. Bürgst du für diesen Zivilisten, Stark? Hey, Nick. Also komm schon. Nick Fury! Wenn jemand die Splitter kontrollieren kann, können wir sie nutzen, Nick. Na schön, Agent Coulson. Dieser Zivilist soll in den Trainingsraum. Mal sehen, ob wir hier was Nützliches haben. Ja, dann schauen wir mal, ob ich nützlich bin. In Fortnite nur manchmal. In diesem Trainingsraum führen wir unseren Testlauf durch. Er wurde entwickelt, um gefährliche Energie zu absorbieren. Mr. Stark wird dabei sein. Zum Fortfahren tippen, okay? In Ordnung, bist du bereit? Okay. 1, 2 Level Shield ruft. Fangen wir mit den Grundlagen an. Zum Herbeirufen einer Karte brauchst du eine Energiequelle. Es gibt auch einige Karten, bei denen das nicht nötig ist, was manchmal sehr praktisch sein kann. Okay. Siehst du die kosmischen Splitter auf dem Schlachtfeld? Sammle sie mit einem Charakter, der keine Ressourcen benötigt. Okay, jetzt hast du eine Ressource. Versuche eine Karte zu spielen, für die du eine Ressource benötigst. Okay. Greift Ziel an. Hawkeye. Ah, Hawkeye. Da ist Hawkeye. Ruf den Charakter herbei und füge dem Feind mit den... Oh, rufe den... Kann es auch irgendwie groß machen. Rufe den Charakter herbei und füge dem Feind mit dem geringsten HP durch einen Pfeil 160 bis 180 Schaden zu. 400 Attacke. Ist so geil. Hawkeye. Ein wenig stärker als deine anderen Karten. Nicht wahr? Aus diesem Grund kostet der Einsatz zusätzliche Ressourcen. Okay. Außerdem gibt es noch die Aktionskarten, die du direkt gegen feindliche Charaktere einsetzen kannst. So, das ist dann zum Beispiel
Okay, was ist das denn hier? Ein Scharfschütze feuert einen Pfeil auf einen ausgewählten Feind ab und fügt ihm 500 bis 700 Schaden zu. Okay. Ja, dann benutzen wir den mal und dann auf den. Du kannst deine Runde fortsetzen, nachdem du eine Aktionskarte benutzt hast. Versuche den Humanoiden herbeizurufen. Was kann denn der? Trainingshumanoide. Okay, Karte benutzen. Da drauf. Alles klar. Pro Runde kannst du nur einen Charakter rufen, aber mehrere Aktionskarten einsetzen. Okay. Level up! Das bestätige ich doch gerne. Glückwunsch, du hast das Training von Shield abgeschlossen. Du hast eine Versorgungskarte erhalten. Du hast Shield-Versorgungskarte erhalten. Es wurde automatisch im leeren Deckplatz Nummer 1 gespeichert. Ist das die da? Maria Hill? Kann das sein? Tippe auf zum Menü. Okay. Shield hat für dich ein Kartenpaket mit Splittern des kosmischen Würfels vorbereitet. Lass es uns öffnen und sehen, was es enthält. Tippe auf die Schaltfläche Shop. Okay. Fortgeschrittenen Paket. Wähle fortgeschrittenen Kartenpaket. Erhalten. Okay, Shield hat die Kosten mal übernommen. Freue ich mich doch. Schauen wir mal. Was kommt da raus? Soll ich das jetzt anklicken? Okay. Hydra-Soldat. Okay, da habe ich noch so ein Ding da. Was ist da drin? Ravager-Schütze. Crimson Hawks. Okay. Oh mein Gott. Thor. Oh mein Gott. Thor. Ich habe Thor bekommen. Ich weiß nicht, ob das ist. Was ist das? Vollstack. Vollstack. Okay. Das ist ja geil. Ich habe Thor gleich bekommen. Ja! Das sind ein paar echt tolle Karten dabei. Erstellen wir nun dir nun ein eigenes Deck. Kriegt man die generell, diese Karten hier? Kriegt die jeder? Nur die gleichen? Oder sind das jetzt unterschiedlich? Erstelle ein neues Deck, um gegen echte Gegner zu spielen. Berühre eine Karte, um sie dir genauer anzusehen. Mach ich erstmal hier auf Abwischen. So. Kann ich die schon verbessern, oder was? Nein, geht nicht, ne? Nee. So, also die fügen wir mal zum Deck hinzu. Den Tor. So, und dafür muss raus. Ich habe keine Ahnung. ...140-80 sieht nicht stark aus. Das sieht aber noch weniger. Karen Page. Okay, die kann auch raus. Dafür kann dann der rein, für Karen Page. Habe ich noch irgendwas? 210 Attacke. Der Rest. Glaube der Rest. Da hinten aber. Ach, den haben wir noch, ja. Den haben wir noch. Und den nehme ich rein für. Für wen? Ich glaube, für den da nehme ich den rein, ne? Da sind so Daumen nach oben da. Bedeutet das was? Rufe den Charakter bei einem Gewehre, verbinde in der Nähe 100 Angriff. Ach, deswegen ist die. Ah, deswegen gibt es hier so ein extra Ding da drauf. Was hat denn der hier? Wong. Oh, 410, 300. Hat denn der hier? Spielt ein Anführer eine Aktionskarte, erhalte 100 Angriff und HP. Hm. Wenn der Charakter gerufen wird und das Schlachtfeld nicht von Verwünde mit 80 Angriff in ein nahegelegenes Feld.
Okay. Also ich würde mal sagen, ich sollte wahrscheinlich, was machen die hier? Shield Team, Team Commander, dann machen wir doch die da für den Team Commander, oder? Nein, Shield Team Commander hat auch ein grünes Ding drin zum Deck hinzufügen. Dann für die da? Nein, die hat auch. So, für den da? Der hat nichts. Okay. Also, dann würde ich sagen. Ja, ich denke, das sollte es dann sein, oder? Schau beim Kampagnenmodus vorbei, um das Universum mit unseren Helden zu retten. Dann machen wir das doch mal. Im Arena-Modus kannst du mit deinem Deck gegen andere Spieler antreten. Okay. Tutorial abgeschlossen, hole deine Belohnung unter Tagesmissionen ab. Okay. Machen wir doch. Zack. Bestätigen. Schließen. Oh. Oh. Anmeldebelohnung. Nur steuern mal drauf hier, oder? Ja. Habe ich jetzt erhalten. Okay. Krieg ich die auch? Nein, die krieg ich nicht. So, Kampagnenmodus. Wir gehen jetzt hier mal rein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Heli Carrier. Stage 3. Okay. Director Fury, wir haben Spike auf Grundlage akkumulierter Trainingsdaten optimiert. Gute Arbeit. Jetzt werde ich mich selbst überzeugen, ob der Zivilist bereit ist für den nächsten Schritt. Angesicht zu Angesicht. Ja, gehen wir mal da rein. Gucken wir mal. Okay, das ist die Gelegenheit, Fury zu zeigen, was du gelernt hast. Viel Glück. Dann schauen wir doch mal. Direktor Fury, wo sind Sie? Wir warten auf Bestätigung für neue operative Pläne. Das ist Maria Hill. Okay. Verstanden, Agent Hill. Stark. Machen wir es kurz. Stark. Gut, wir absolvieren ein paar Runden, um die neuen Funktionen von Spike zu demonstrieren. Zeit, den verbesserten Spike zu testen. Okay. Gucken wir mal. Du hast die Oberhand, wenn es um Kämpfe geht, Director. Warum geben wir unserem Neuling nicht einen Vorteil? Uiu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 
Ruflinge und füge einem Feind durch intelligente Raketen 200 bis 300 Schaden zu. Okay. Das ist geil. Aber. 200 bis 300. Was macht der? Ich zieh den dahin und dann greift er die an. Und wir haben wieder so eine Vierer-Attacke. Und wenn es gut läuft, ist er jetzt gleich schon besiegt. Bam! Ja, verdammt! Ich habe verloren, wirklich sehr beeindruckend, okay? Ich muss gestehen, zuzusehen, wie Fury Prügel bezieht, wird nie langweilig. Du nimmst den Mund ziemlich voll, Stark. Mal sehen, wie du dich schlägst. Vielleicht ein andermal. Moment, was ist das? Wir haben hier einen Notfall-Eindringling im Helicarrier entdeckt. Kannst du dich ausweisen? Wie ich sehe, war Shield fleißig. Der Kobold! Vielleicht schnappe ich mir eines dieser Geräte für mich selbst. Der Kobold ist da, der grüne Kobold. Oh mein Gott. Norman Osborn, da ist der grüne Kobold. Oh mein Gott. Sammle mehr Splitter, Creel. Ich baue mir einen eigenen Spike. Letztes Mal hast du mich überrumpelt, Stark. Das wird dir nicht nochmal passieren. Oh mein Gott. Ich habe gehört, dass hier irgendwas vor sich geht. Was es auch ist, ich will mitmischen. Cottonmouth. Aha. Okay. Wir haben viel Aufmerksamkeit erregt. Jeder will die Splitter. Du hast das Training geschafft. Jetzt musst du in einem echten Kampf zeigen, was du drauf hast. Schnapp sie dir. Was meinst du? Bist du bereit, ein Held zu sein? Keine Sorge. Wir sind da, um dir zu helfen. Aber es wird Zeit, dass du dir die echten Bösewichte vorknüpfst. Nun besitzt du große Macht, also es wird Zeit, große Verantwortung zu tragen. Wir wissen, dass du es schaffst. Okay. Ich weiß es noch nicht. Level up! Level 3. Gerne. So. Zum nächsten Level. Aber bevor ich das mache, Avengers Tower. Ich hätte gerne auch so eine Box geöffnet. Deine erste echte Mission. Viel Glück, diese Shield-Agenten stehen dir als Verstärkung zur Seite. Absorbing Man kennst du ja schon. Denk dran, mittlerweile hat er wahrscheinlich mehr über die Splitter gelernt, so wie du. Ich denke an dich, während ich meinen Teil zur Rettung der Welt leiste. Viel Glück. Und dann ist er auch schon als Iron Man weg. Ich hätte aber gerne, bevor ich das mache, ist gut, dass ich hier nochmal raus kann aus der Kampagne, weil ich möchte gerne nochmal hier in den Shop rein. Und ich glaube, ich kann mir mit diesen drei... Zwei hätte es ja gekostet, oder? Produktepfade. Was gibt's hier? Da gibt's 200 Gold. 1250, da könnte ich diesen Feuerdämon Diener bekommen. Oder den hier, den Cottonmouth. Wenn der Charakter ausgeschaltet wird, füge einem Feind in der Entfernung in jeder Runde jeweils 100 bis 130 Schaden zu. In jeder Runde. Was haben wir hier? Rufe den Charakter bei einem Gewehr, verwende in der Nähe 100 Angriff. Okay. Ah, 20 kostet das. Oh, ein Einzelkartenpaket. Ist auch gratis. Gucken wir mal ganz kurz rein. Was da drin ist. Und? Gwenpool! Rufe den Charakter dabei und nutze alle übrigen kosmischen Splitter. Versuche Schaden, der 200 mal so hoch ist wie die Menge, die auf alle Feinde in der Nähe verwendet wurde. Verursache Schaden, der 200 mal so hoch ist wie die Menge, die auf alle Feinde in der Nähe verwendet wurde. Okay. Okay.
Also gut, dann gehen wir jetzt mal rein. Das andere Ding habe ich eh nicht so ganz gerafft. Gehen wir hier rein und dann machen wir mal diesen Kampf. Stage 4. Deine erste Mission. Viel Glück. Achso, das haben wir ja schon gemacht. Wirklich überspringen, bestätigen und starten. Auf geht's. Gucken wir mal. Hey du, du kennst mich, oder? Dieses Mal wird es anders laufen. Wenn du meinst. Ich muss jetzt erstmal diese Splitter zusammenkommen. Autsch. Wie läuft's bei dir? Ja, im Moment nicht so gut, muss ich sagen. Mach dir keine Sorgen, wenn du hin und wieder etwas einstecken musst. Du weißt mehr über Spike als irgendwer sonst. Das kannst du glauben. Noch immer unsicher, wie wär's mit ein wenig Verstärkung? Hey, bin ich zu spät? Zeig mir das Ziel. Okay. Oh. Das ist natürlich gut. Damit hat er diese Line durchbrochen. Pfeil auf einen Ausnahme fügt ihm 500 nach. Okay, das wäre geil. Das ist eine Angriffseinheit. Hier brauche ich zwei Stück. Und das Schlachtfeld nicht von mit Rufe ein Shield Agent mit 80 auf ein nahegelegenes Feld. Das ist natürlich auch geil, ne? Machen wir doch mal das hier. Jetzt haben wir nämlich eine Line zusammen. Wir können mit den dreien zusammen angreifen. Alter Vater. Den haben wir schon weg. Das war's, ich bin raus. Das ist es nicht wert. Das ging jetzt aber schnell. Ich habe zugesehen und viel gelernt. Jetzt werde ich es anwenden. Okay. Nochmal Level up. Zum nächsten Level. Agent Coulson hier. Anscheinend ist Cottonmouth hinter Splittern her. Wirklich schwer zu sagen, was er denkt, aber du wirst sicher mit ihm fertig, wenn du es richtig. Ja, keine Ahnung. Habe ich den. Mögliche Belohnungen? Der Daredevil? Oh mein Gott. Ja, dann schauen wir doch mal, ob ich den Cottonmouth da platt kriege. So, ich muss jetzt echt aufpassen. Er darf diese Dreierlane nicht zusammenbekommen. Leider habe ich jetzt nicht so viel zur Auswahl. Ja, das ist jetzt natürlich nicht wirklich prickelnd. Dachte, ich hätte Lärm gehört, Cottonmouth. Ich kümmere mich darum. Okay, das ist natürlich geil. So, und jetzt habe ich ein Problem, weil ich habe. Oh, doch, ich habe 2 von 6. Bedeutet, ich könnte zum einen das Ding hier hinballern mit den dreien. Und damit ist er dann auch schon weg vom Fenster. Auch das ging schnell. Diese Runde ging an dich, aber ja, das wird ein langer Kampf. Level up 5. Habe ich jetzt bekommen? Warte mal, warte. Nein. Ah, ich wollte den Daredevil haben. Kann ich nochmal hier rein? Deckdetails. So, lass mal schauen. Ich muss nochmal hier raus. Moment, das will ich nochmal schnell. Jetzt gucken, habe ich den Daredevil bekommen? Meine Karten. So, meine Karten. Da ist er nämlich. Da ist er tatsächlich. Oh.
Anwesenheitsevent zur Veröffentlichungsfeier. Erhalte Edelstein und Spider-Man Schwarz als Anführer, sobald du das Anwesenheitsevent abgeschlossen hast. Wie geht denn das? Das Anwesenheitsevent. Oh mein Gott. Also ich will auf jeden Fall den Daredevil mit im Deck haben. Was macht denn der? Und füge einem Feind auf der vertikalen Linie, horizontal vertikalen Linie mit Schlagstöcken 210 Schaden zu. Okay. Der Daredevil. Jetzt muss ich nur überlegen, für was oder wen ich den reinnehme. Und ich glaube, für so eine Shield-Angriffseinheit, Level 1, kann man mal den Daredevil reinnehmen. Oh. Da hatte man einen Daumen nach oben da. Hat die auch einen Daumen nach oben da? Agent 13. Also die hat keinen Daumen nach oben da. Aber ist halt so rum. Und was mit der hier? Das habe ich immer noch nicht so verstanden. Gwenpool. Was kann ich mit Gwenpool machen? Ich mache jetzt mal. Oh. I don't know. Don't know. Gwenpool, das sieht echt. Gwenpool sieht echt krank aus. Ich nehme Gwenpool da unten hin. Richtig? Was ist das da überhaupt? Hawkeye aus dem Feind. 950 Schaden zu nach Gebrauch aus diesem. Alter, Vater. Wessen. Was kann der überhaupt? Ravager Schütze. Das ist natürlich auch krass, ne? Und was macht der hier? Pfeil auf einen. Fügt ihn 500 bis 700 Schaden zu. 950 Schaden. Das ist ja viel mehr, Mann. Aber das braucht zwei Stück. Das ist. Ist mir momentan noch zu teuer. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein und machen nochmal einen Kampf im Kampagnenmodus. Dann haben wir diese Kampagne nämlich auch hier abgeschlossen. Dann gucken wir mal, was da passiert. Oh mein Gott. Iron Man. Alter! Okay, wie ist hier der Start jetzt gerade? Ich müsste den da loswerden in der Mitte. Oh mein Gott. Wir wussten, dass Hydra schon bald hinter den Splittern her sein würde. Ich rufe Verstärkung. Okay. Hab viel Gutes über dich gehört, Grünschnabel. Du machst dich so gut, dass ich ein besonderes Geschenk für dich habe. Ein wenig von mir. Oh, das ist gut. Der hat die weggeballert. Das bedeutet für mich, ich kann hier schon gleich einen Angriff starten. Mit dieser Dreier-Lane. Und hau den jetzt ja schon fast weg. Ich hau den schon weg. Einfach nur einmal eine Dreierlane gespielt und das war's. Wir müssen jetzt mehr über die Splitter neu formieren und bei der Basis melden. Heil Hydra. Okay. Also. Schon nach ein paar erfolgreichen Missionen bricht bei Shield eine Notsituation aus. Director Fury. Es gab einen enormen Anstieg an Energien aus anderen Dimensionen. Ich verfolge den Ursprung zurück. Wo kommen sie her? Von Avengers Tower. Energien aus anderen Dimensionen? Yep, auf meinem Dach ist irgendeine Art von Portal. Unmöglich. Führt es hin? Ich habe das Gefühl, dass wir das bald rausfinden werden. Success. So, und habe ich ihn bekommen? Ja, mega nice. So, jetzt habe ich erstmal hier Iron Man bekommen. Alter Vater. Iron Man. Das ist geil. Wo ist er denn? Also hier muss ich nochmal gucken. Details. Okay, also ein Special Event. 7-Day Login. To celebrate the launch of Marvel Battlelines, we are holding a 7-Day Attendance
Event. All players who log in every day during the 7-day event will learn a Spider-Man Black Suit Leader Character. 24.10. bis 7.11. Check the start time for each region. Check the end time for each region. 3 days, 30 gems. 7 days, 50 gems plus Spider-Man Black Suit Leader Character. How to enter after reaching the attendance goal. Go to Lobby, Event, Portal, 7 day and then obtain. Ja, Leute. Alter, das müsst ihr machen. Also, wenn ihr das spielen wollt, macht das. 7 Tage in Folge einloggen, dann kriegt ihr diesen Black Spider-Man hier. Den gibt's wahrscheinlich jetzt nur einmal. Ja. Also, richtig geil. So, und da ist das Spiel auch schon wieder. Ja, aber jetzt habe ich erstmal Iron Man bekommen. Und rufe den Geil und füge jeweils 2 Feinden durch intelligente Raketen jeweils 100. Oh mein Gott, 2 Feinden? Jetzt muss ich erstmal überlegen, für wen? Zwei Feinden. Jetzt habe ich die gerade erst reingenommen. Dann müsste gerade wieder raus. Okay. Also. Wenn, komm, wir machen jetzt noch ein einziges Ding. Wir machen jetzt noch mal ein PvP machen. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, so ein Arena-PvP, und danach machen wir Schluss. Jetzt einfach mal gucken, Kampf beginnen, was jetzt hier passiert. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir... Also, gegen wen kämpfe ich? Iron Man Fan, oh mein Gott. Gegen Iron Man Fan. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie das Ganze hier läuft. So, okay. Schauen wir jetzt erstmal hier einen. Aha. Okay, du bist dran. Was ist das? Warte mal, lass mich mal kurz überlegen, was ist das? Fall auf einen. Okay. Wenn ich den hier mache, dann kriege ich nebendran. Kriegst du auch noch einen? Oder? Wie war das? So, erstmal hier. 2 von 6. Okay. Dumm, dumm, duben. Okay. Aha. Du bist dran. Mhm. Machen wir hier mal den Daredevil hin. Alles klar. Wir hatten Gangster. Okay. Du bist dran. +2. Okay. Die hole ich mir jetzt mal da oben. Jetzt habe ich schon 4 von 6. Oh nein. Oh nein, es gibt auch eine quere Reihe. Oh mein Gott, 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 das wusste ich nicht. Okay, aber ich habe jetzt eine 4er Reihe. Das wusste ich natürlich nicht. Dann haue ich jetzt erstmal den da weg. Und setze dafür den da hin. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Jetzt habe ich eine 4er Reihe. Die 4 zusammen. Und. Bam! Boom, Shakalaka! Das ist so eine Art 4 gewinnt hier. Mit Action. Mega geil. Cool. Wen habe ich jetzt bekommen? Ich habe jetzt diesen komischen Cottonmouth bekommen, ne? Der kostet mal so 1200 Steinchen hier.
So wie ich das gesehen habe, meine Karten. Ja, geil! Cottonmouth. Wo ist der? Ich habe den bekommen, oder? Ja, da ist er. Was kann der denn überhaupt? Füge einem Feind in Entfernung jede Runde jeweils in jeder Runde jeweils 100 bis 130 Schaden zu. Alter, das Spiel, das macht echt Bock. Das ist cool. Ja. Das ist nice. Ey, ich muss jetzt, also sorry, aber ich muss jetzt nochmal schnell einen Arena-Kampf machen. Das war ja jetzt echt cool. Jetzt ich das ist einer geht noch. Einer geht noch. Komm, einer geht noch. So. Ja, schon ziemlich lange, aber trotzdem, einer geht noch. So, gegen wen? Chaos Warp. Mein Gott, gucken wir mal. Du bist dran. Okay. Hast du dir so gedacht, ne, Kollege? Was hast du dir so gedacht? So, jetzt müsstest du den da unten hinsetzen. Boah, und da kriegt er auch noch plus 2, ne? Wer das macht, kriegt er auch noch plus 2. Ich raste aus, ey. Jetzt habe ich eine ganz schlechte Position gerade. Wirklich eine ganz schlechte Position. Ich muss eigentlich... eigentlich den da wegbekommen. Erstmal. Und dann kann ich nämlich hiermit... mit dem hier... So, jetzt sieht die Sache nämlich für dich gar nicht mehr so gut aus, Kollege. Oh mein Gott, was ist das für eine? Jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Ich mache jetzt erstmal deine Möglichkeit zunichte da unten. Und dann nehme ich dich auseinander. So, das kannst du nicht mehr gewinnen. Boah, plus 3. Ja, den setzt du dahin. Und jetzt komme ich mit meinem ersten Angriff, Freundchen. Jetzt komme ich mit meinem ersten Angriff. Was ist jetzt los? Du bist dran. Ja, ich weiß, dass ich dran bin. Kann ich sonst nichts anderes machen? Außer dem Ding da. So, der erste Angriff ist da. Viele Leben hat er nicht mehr. Mit denen da. So, und jetzt? Was willst du denn jetzt machen? So, und jetzt habe ich gleich. Schattenling, ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Was kann ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ah, der macht dem den Schaden. Und das ist so, hatte ich mir das eigentlich gedacht. Jetzt machen wir das da noch. Und dann dürfte das Match gelaufen sein. Ja, Mann! Bam! Chaos Warp besiegt.
Und wen habe ich jetzt bekommen? Da unten ein Gangster. Okay. 3 Minuten 50 hat das Match gedauert. Wow. Alter, ist das geil. Hey Leute, das macht richtig Bock. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und Leute, die Glocke, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, um immer informiert zu sein, wenn wieder neue Videos von uns rauskommen. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Marvel Battle Lines. Mit mir, dem Herrn Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.